Schön, dass du eingeschaltet hast zum toskanischen Apfelkuchen und den glutenfrei. Wir starten mit 300 Gramm Zucker, 100 Gramm flüssige Butter, 100 Gramm handwarme Milch, 70 Gramm Mandelmehl, 30 Gramm Stärke, Äpfel, Eier, Backpulver, Vanilleextrakt und Ceylonzimt. Und gleich geht es los. Wir starten mit den Eiern, Mehl, Backpulver und Zucker, rühren das zu einem Teig. Vanilleextrakt ist auch schon drin. Und wir geben die flüssige Butter hinzu, rühren das Ganze schön glatt. Übrigens, die Äpfel habe ich mit einem Gemüsehobel geschnitten, insofern bekomme ich es nicht hin. Jetzt fügen wir gleich noch die Milch dazu. Keine Angst, es wird ein recht dünnflüssiger Teig, der so richtig schön sich zwischen die Apfelscheiben schmeichelt. In die Apfelscheiben gebe ich gleich das Zimt. So, drin ist es. Und gebe die Apfelscheiben portionsweise, also in 2 bis 3 Portionen, unter den Teig, hebe sie schön unter, damit der Teig in jede Apfelscheibe drumherum kann. Den Backofen heize ich auf 180 Grad Ober-Unterhitze vor und gebe das Ganze in eine bemehlte, also gebutterte und bemehlte Auflaufform. Und das Ganze kommt dann in den Backofen für 50 bis 60 Minuten, aber die braucht auch, wenn er euch zu braun wird, bitte abdecken mit Backpapier oder Alufolie. Und das ist das Ergebnis. Ein super leckerer Kuchen, der ein bisschen mandelig schmeckt. Ich habe ihn auch mit Puderzucker bestreut und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, da freue ich mich drüber, teilt mein Video. Oder wer mich noch nicht abonniert hat, kann das jetzt gerne noch nachholen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Weitere Rezeptdetails findet ihr natürlich bei mir auf dem Blog auf Andersbacken, den ich euch gerne unten verlinke. Bis dann, eure Silke von Andersbacken.